Keiner will so richtig sagen, aber enttäuscht sind ja doch alle. Klar hatte man auf Gold gehofft, auf die Titelverteidigung. Im Ende ist es jetzt Bronze geworden. Es lief nicht alles genau so, wie es hätte laufen können. Aber jetzt bleiben die Daumen gedrückt für die Einzelmedaillen. Ich bin nicht total enttäuscht, aber realistisch. Andere waren besser und denen gratulieren wir, den Briten und den Niederländern in erster Linie. Wir haben trotzdem eine Medaille gewonnen und natürlich waren einige Ergebnisse nicht ganz so wie erhofft. Ich wollte ohne Druck reinreiten. Natürlich macht man sich so seine Gedanken. Es ist auch ein langer Tag bis 7:30. Da sitzt man schon so ein bisschen auf heißen Kohlen und war dann doch froh, dass man mal endlich im Viereck ist. Aber das war wirklich umso schöner bei dieser tollen Atmosphäre. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hab die Punkte ein bisschen liegen lassen. Einmal in den Zickzack hatte ich einen Fehler und in den Piaffen, da habe ich so ein bisschen mit gerechnet, dass er so ein bisschen mehr von alleine macht. Da krochen mir dann ein bisschen dolle drunter und da bin ich dann einfach ein bisschen zu langsam vielleicht auch gewesen, weil ich einfach nicht mit gerechnet habe. Aber ansonsten hatte ich ein tolles Gefühl und er hat wirklich super mitgemacht. Gerade bei Hengsten und bei so einer tollen Atmosphäre halten auch die Hengste mal oder die Pferde auch mal die Luft an. Gerade wenn man dann vielleicht auch ein bisschen zu doll quetscht. Vielleicht hätte man noch so ein bisschen easy, ein bisschen lockerer reinreiten können. Aber es war auch wirklich schwül und der Tag war lang. Es war eine Uhrzeit, die ja eigentlich auch nicht so wirklich gewöhnt ist. Wir haben am Tag davor schon mal einmal später abends geritten, um ihn einfach ein bisschen dran zu gewöhnen, weil zu Hause geht er meist auch nur morgens und mittags. Aber ich war wirklich super zufrieden. Die Fehler, die lassen wir dieses Mal noch weg und dann strengen wir uns nochmal an. Wir werden, ich denke, nicht zu viel machen, aber schon ein bisschen arbeiten, dass die Muskulatur locker bleibt und dann werden wir nochmal angreifen. Christina ist natürlich auf Medaillenkurs und auch die anderen sollen sich gut schlagen und gut verkaufen und die Leistung zählt. Also ist der Sport und morgen geht's oder übermorgen geht's weiter.